So. Haha. Wir schon wieder. Wir schon wieder. Also pass auf, ihr habt vielleicht das Video gesehen, unser Unboxing-Video. Genau. Hier ist es. Letzte Woche hat man das. Halt's mal hoch, ja, sonst sieht man es, glaube ich, nicht. Da ist es. Das Haus. Und ja, willkommen zur ersten Grundrissshow. wir schauen uns genau den Grundriss von diesem Haus an, von diesem Modell. Und ja, mehr fällt mir dazu eigentlich auch gar nicht ein. Ich steige mal kurz mit ein. Genau, das erklären wir wirklich dann am Grundriss, weil es einfach einfacher zu erklären ist. Aber generell kann man jetzt einfach, ja, wir sind natürlich Fan von diesem Modell. Ja, absolut. Deswegen zeigen wir es auch nochmal so schön von allen Ecken. Ich nehme jetzt einfach mal das Dach noch ab. Ja. Ihr merkt euch dann, vielleicht wie es ausgesehen hat. Ich gebe jetzt dem Flo mal das obere Stockwerk. Nochmal das obere Stockwerk. So. Mhm. Und was auf jeden Fall gleich... warte mal, ich halte mal die Kamera so, dass man es ein bisschen sieht. Genau, das ist vielleicht noch besser, genau. Was super gut zu erkennen ist, ist, wie ich dann auch im Grundriss erklären werde, einfach diese ganz Großzügigkeit. Ne? Dieser extrem großzügige Wohn-Ess-Küchenbereich hier in dem Fall mit einer ganz tollen raumhohen Verglasung, dass immer der Blick nach außen gewährt wird. Mhm. Ja? Hier wird der Außenbereich stattfinden, also der Bezug innen und außen ist da auf jeden Fall gegeben und auch dieser großzügige Wohnbereich, sage ich schon, Eingangsbereich, so rum, ja. Mhm, also man kommt den hier, man hier vorne hat, genau. Genau, hier ist der Haupteingang quasi für Besucher. Den Nebeneingang haben wir nämlich hier. Und dann sieht man mit fast 20 Quadratmetern eben eine tolle freilaufende Treppe eben nach oben. Genau, also Großzügigkeit ist hier das Stichwort, würde ich sagen. Absolut. Genau. Und genau, den Grundriss schauen wir uns jetzt mal direkt im Programm an. So ist es, genau. So, jetzt sind wir in deinem Zeichenprogramm. Genau, Archicad nennt sich das jetzt in dem Fall. Schön Schleichwerbung gemacht. Schön Schleichwerbung gemacht. genau, und jetzt haben wir zuerst mal den Lageplan. Ne? So ist es. Okay. Der Was Lageplan. Sieht man, hier? Man sieht Folgendes. Also ja, das Grundstück ist relativ groß. Es hat fast 1000 Quadratmeter. Das erkennt man jetzt natürlich nicht. Es sind ja keine Bemaßungen dran. Mhm. Allerdings sieht man, dass das Haus schon relativ viel Platz einnimmt auf dem Grundstück. Und um genau zu sein, mehr geht auch nicht. Ja? Also der Bauherr wollte gern sogar noch größer bauen, aber das war dann einfach schlichtweg nicht möglich. Hat mehrere Gründe, warum das nicht möglich ist. Zum einen die Abstandsflächen. Abstandsflächen werden immer zu der Grundstücksgrenze bemessen. Mhm. Neben der Abstandsfläche aber auch die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl. Mhm. Aber da gehen wir in einem weiteren Post mal noch genauer drauf ein, was man da alles berücksichtigen muss. Das ist auch im Bebauungsplan geregelt. Mhm. Aber und gilt ja für jedes Grundstück gleich. Genau, und sofern es einen Bebauungsplan gibt, muss man sich ja an den halten. Aber das ist ein großes anderes eigenes Thema nochmal. Deswegen, da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Ich will damit nur sagen, das Haus hat, wie gesagt, alles Volumen ausgeschöpft und mehr konnten wir auf dem Grundstück auch gar nicht rausholen. Mhm. Wenn man es jetzt auch mal sieht, ich zeichne mal eine Linie, so, man kann auch nachvollziehen, dass hier das Haus 14 Meter lang ist, ja, mit Dachüberstand allerdings, und dann in der Breite eine fast 10 Meter in dem Fall. Ja, ist jetzt auch keine Schuhschachtel, will ich damit sagen. Ne? Also, nee, haben wir 140 Quadratmeter Grundfläche. Ganz, ja, genau, also mehr geht eigentlich nicht, wie gesagt, ja. Ja. Und da sieht man jetzt einfach im Großen und Ganzen einfach mal die Erschließung eben unten. Straße jetzt hier in dem Fall hier, Doppelgarage links angeordnet. Ja, und Zugang natürlich dann an der Straße. Das heißt natürlich, kann man auch anders machen, ist aber nur sinnvoll, sagen wir es mal so. Wir haben dann, sieht man auch im Grundriss, noch einen Zugang über die Garage ins Haus, aber das erkläre ich dann gleich im nächsten Schritt. Mhm. Ja, das Schöne ist hier an dem Grundstück, muss man auch sagen, das ist eine wenig befahrene Straße und hier das grüne Feld stellt ein Biotop dar. Mhm. Also das ist geschützte Fläche, darf nie bebaut werden. Also hat man quasi freien Ausblick wirklich ins Grüne. Doppelten Garten. Ja, genau, so ist es, ja. Okay. Und hier dieses stellt eigentlich einen kleinen Weg nur dar. Also das heißt, auch da kann nicht groß irgendwie Verkehr aufkommen. Also schön geschützt und schön gelegen, auch wegen dem Biotop zum Beispiel. Ja. Genau. Cool, okay. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was der Grundriss. Ja, jetzt gucken wir mal rein, würde ich sagen. Jetzt schalte ich hier mal was um. Sieht man mal, wie das hier so ausschaut, die Zeichenstruktur.
Und dann sehen wir Folgendes, eine Linie, die nicht dahin gehört, so rum. So. Also wir zoomen mal ein bisschen rein. Aha. Wie ich es gerade gesagt habe, Garage hier links angeordnet, mit einem kleinen Zugang eben dann gleich direkt in die Garderobe. Ist einfach praktisch, wenn man ja, im Winter mit Schneefüßen heimkommt quasi, kann man da trockenen Fußes gleich reingehen und die Schuhe ausziehen, ohne dass man den ganzen Eingangsbereich schmutzig macht, sagen wir es mal so. Was aber ganz elementar ist, wo man gleich darauf hinweisen kann am Anfang, ist wirklich der großzügige Eingangsbereich. Also das war auch dem Bauherrn wirklich sehr wichtig, dass das so offen und so großzügig wie möglich gestaltet wird. Und auch so eine einläufige Treppe, die nimmt extrem viel Platz weg. Das denkt man nicht. Man denkt immer, ja, vielleicht ist das die platzsparendste Variante, aber es ist nicht so. Auch generell werden Treppen immer unterschätzt von dem ganzen Volumen, was sie wegnehmen, ja, im Haus. Also da muss man immer, ich bekomme oft Zeichnungen eben vorneweg als Planungsgrundlage und die Treppen, die sind immer so winzig eingezeichnet. Yeah. Und da muss ich leider sagen, das funktioniert immer nicht ganz. Deswegen da darf man schön großzügig sein. Naja, in dem Fall eben eine großzügige, einläufige Treppe, die dann auch als markantes Merkmal im Eingangsbereich dasteht, sozusagen. Ja. Und ist dann hier auch offen gestaltet? Und es ist alles offen, genau. Also hier deswegen auch die Garderobe, dass zum Beispiel jetzt kein Garderobenschrank im Eingangsbereich stehen muss. Es soll wirklich so eine Art Kunstthema auch sein. Also es soll ein schönes Bild hier drüber hängen. Das soll eine Glasbrüstung sein, also eine Glasabsturzsicherung. Und eben eine tolle einläufige Treppe, vielleicht eben auch aus Holz. Das muss man gucken. Das kommt dann ja bei der Bemusterung im nächsten Schritt. Aber genau, also kein Krimskrams, will ich damit sagen, der irgendwo den Eingangsbereich vollstellt. Ja? Okay. Es ist aufgeräumt und klar und großzügig. Okay. Genau. Und man selber wird ja meistens wahrscheinlich wirklich über die Garage reinkommen. Vermutlich, wahrscheinlich, ne? Ja. Also ist dann eher der Zugang für Gäste über so den Haupteingang sozusagen. Okay. Das war auch der Bauherr explizit so erwähnt. Er möchte, wenn Gäste kommen, dass das ganz großzügig ausschaut. Ja? Dass es so imposant wirkt. Ja. Und was das Ganze noch die Kirsche aufsetzt, ist der Luftraum drüber. Den sieht man jetzt hier so ganz leicht eingestrichelt. Das ist die Darstellungsweise für einen Luftraum, wie so eine Art Galerie, glaube ich, sagt man auch im Volksmund. Sieht man auch im Obergeschoss nochmal. Also heißt, man kann von oben nach unten auch nochmal in den Eingangsbereich Und hat auch doppelte Raumhöhe dann im Endeffekt. Ganz genau, ja. Also deswegen ist nicht einfach ein Deckel drauf, ja, sondern es ist super großzügig, tolle Treppe, Rieseneingangsbereich und eben nach oben offen. Also ich glaube, mehr kann man dem Eingangsbereich eigentlich gar nicht an Großzügigkeit geben, wenn man so will, ja. Okay. Ist das jetzt was, was du auch für... Also hier geht es ja nicht darum, jetzt Platz zu sparen. Nein. Na? Natürlich hat man, wie du jetzt eingangs gesagt hast, ja auch eine begrenzte Platzmöglichkeit, ne, weil das Haus halt einfach nicht mehr größer werden kann. Genau. Würdest du aber so eine Konstellation, dass man direkt reinkommt und direkt auf die Treppe schaut und die Treppe dann quer hat, macht das für kleinere Häuser auch Sinn oder ist es dann eher ein bisschen schwierig? Generell ist es eher schwierig für kleinere Häuser, ja, weil die ja nur so wirken kann, weil der gewisse Abstand auch da ist. Also wenn kleinere Häuser, würde ich zum Beispiel immer eine L-Winkeltreppe empfehlen, zum Beispiel mit einem Podest dazwischen. Also heißt, man geht ein paar Stufen nach oben, hat ein Podest und geht dann in eine andere Richtung weiter nach oben. Das ist eine super platzsparende Lösung. Generell sind Podesttreppen platzsparender. Okay. Also eine Empfehlung kann man machen, gibt manchmal auch Sinn, aber in der Regel eher weniger, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Ah, okay. Wichtig ist nämlich auch, nicht nur die Treppengröße zu beachten, sondern eben auch den An- und Austritt. Also das hier muss immer mindestens einen Meter betragen, genauso natürlich auch oben im oberen Stockwerk, ja, damit man da guten Fußes auf- und abgehen kann, sagen wir es mal so. Genau. Planen auch viele falsch wahrscheinlich. Ne? Ja, wie gesagt, generell der ganze Bereich um die Treppe und die Treppe an und für sich werden immer viel zu klein geplant, sagen wir es mal so. Okay. Ja, das ist so das schöne erste Eindruck, wenn man reinkommt eben. Ansonsten war das eigentlich relativ klar, was der Bauherr möchte. Der möchte diesen ganz offenen, großzügigen Küchen-Essen-Wohnbereich. Ist ja auch Gang und gäbe, würde ich jetzt mal sagen. Man ist Trend. Genau, ist ein Trend, so kann man es sagen. Ja. Früher war das ja anders, da hat man das immer eher voneinander abgetrennt. So typisches Thema Altbauwohnung, sieht man das auch oft, oder so Gründerzeithäuser. Aber jetzt hier eben auch wie man es oft zurzeit sieht, einen ganz offenen Bereich, Küche, Essen, Wohnen. Der Erker soll das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen vergrößern und eben durch diese Glasfronten
schöner machen, sagen wir es mal, großzügiger, noch mehr Licht. Das war am Anfang eine Überlegung, ob man es nicht doch gerade durchzieht. Das kann man natürlich auch mal, also Platz genug wäre dafür da. Mhm. Was also ein bisschen als trennendes Mittel genommen wurde, also um den Raum ein bisschen abzutrennen, ist da ein Kamin. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Ja? Also das ist ein raumhoher Kamin, so war es gedacht, der wirklich von drei Seiten einsehbar ist, also wirklich hier ringsrum. Hat man natürlich auch von jedem Blickwinkel aus dem Wohnbereich quasi einen Blick auf den Kamin. Das ist eigentlich so der Gedanke dahinter. Mit einer kleinen Leseecke. Vielleicht spielt die Tochter oder der Sohn ein Klavier, je nachdem. Kann man auch ein Klavier aufstellen. Ja, also es gibt auf jeden Fall genügend Spielraum hier, sich auszutoben. So stimmt, ja, hat man wirklich Möglichkeiten. So ist es, ja. Was auch wichtig war dem Bauherrn, muss man auch sagen, ist dieser Bezug von innen nach außen. Also heißt, er wollte ganz klar wie so ein erweitertes Wohnzimmer nach außen haben. Anfangs sogar noch großzügiger und größer. Allerdings, da sind wir wieder beim Bauvolumen, welches einfach ausgeschöpft war. Deswegen haben wir es jetzt so gelöst, eben mit einfach ganz großen Glasfronten und einer Terrasse oder einem Terrassenbereich, der einfach wie ein L angeordnet ist, also nicht nur auf eine Seite rausgeht, sodass man von jedem Punkt in dem Wohnraum eben nach außen einen erweiterten Wohnraum hat, aber eben außen. Also heißt einmal hier so eine Art Lounge, dann ein Poolbereich und eben hier ein Essbereich. Man könnte das auch switchen, das muss man halt gucken, wie man das möchte. Ja. Aber die Großzügigkeit im Innenbereich zieht sich in den Außenbereich weiter, wenn man so will. Okay. Genau. Gibt es da auch eine Beschränkung? Also wie weit darf ich die Terrasse wieder zum Nachbarn bauen? Gibt's. Also grundsätzlich darf man einen halben Meter, muss man Abstand einhalten zur Grundstücksgrenze. Also zum Beispiel im Pool, den dürfte ich nur bis zu einem halben Meter eben an die Grundstücksgrenze bauen. Ja? So, das sind auch so Stichpunkte, an die man sich halten kann. Wenn das jetzt noch eine Überdachung hat, das Ganze, dann muss man da auch wieder gucken, wie weit kragt die aus, diese Überdachung. Die wird nämlich dann zum Teil als Balkon oder Loggia dann eben angerechnet, als Balkon, wenn sie auskragt. Und da gibt es dann auch wieder Abstandsflächen, die berücksichtigt werden müssen. Okay. Genau. So ist das, genau. So, und was haben wir unten noch? Ganz klassisch das Gäste-WC. Ja, ergibt auch Sinn, würde ich auch immer empfehlen. Und das Büro noch, genau. Gäste-WC hier relativ klein gehalten, ne? Also jetzt nicht Dusch... kein Dusch-WC, sondern einfach wirklich nur... Rein Gäste. Wir haben oben, das sieht man dann noch, zwei großzügige Bäder. Aber für den Gast in der Regel ja eigentlich völlig ausreichend. Ja. So gesehen, ja. Und deswegen, das kann man auch super schön machen, so kleine Bäder. Finde ich persönlich immer total spannend. Die kann man schön streichen und mit Farben und vielleicht mit Wasserhähnen explizit dann noch. Also alles schön stimmig abstimmen, dass das einfach auch so ein kleiner Raum eben wunderschön aussehen kann. So ist mein Gedanke dahinter, genau. Und das Büro, ja, quadratisch praktisch gut, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Erfüllt den Zweck. Der Bauherr hat gesagt, er muss einen 1,60 Meter langen Schreibtisch reinbekommen. Den haben wir auch gezeichnet und funktioniert. Mehr braucht es dann da auch nicht in dem Fall. Genau. Finde ich gerade, wo du es jetzt ansprichst, einen echt guten Tipp, wirklich auch von den Möbeln her zu denken. Ja. Ne, dass du sagst, weil manche sagen ja auch, oh, ich habe, weiß ich nicht, einen 3 Meter langen Esstisch, den will ich halt da reinbringen. Und dann. Ja, muss da drumherum geplant werden sozusagen. So ist es. Das haben wir ja auch im letzten Podcast schon kurz besprochen, dass ich gesagt habe, ganz klar, die Möbel, die man mitnehmen möchte, unbedingt mit einplanen. Auch schon bei der Planung, also bei der Grundrissplanung. Ja. Man kann sich ja in der Regel nicht alle Möbel neu kaufen. Ja. Eben, ja. Und wenn man dann einen tollen Schreibtisch oder auch Tisch oder Sofagarnitur hat, dann möchte man die ja mitnehmen. Ja. Deswegen da einfach mit dran denken. Genau. Cool. Ja, dann würde ich mal nach oben gehen. Ja. Ich finde, oben ist nämlich fast noch spannender, will ich sagen. Ja. Da haben wir Folgendes. Also es geht hier um ein Paar mit einem Kind, um das gleich vorneweg mal zu sagen eben. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Und da sieht man auch nochmal diesen Luftraum eben. Also man schaut wirklich von dem Obergeschoss auf das Erdgeschoss, auf den Eingangsbereich, kann da auch sehen, wenn es klingelt quasi, hat man ja gern. Genau, und es gibt eigentlich zwei Trakte, wenn man so will, einmal den Elterntrakt und einmal den Trakt fürs Kind. Es war gewünscht, dass das Kind auch ein eigenes Bad hat, mit allem drum und dran, wie man sieht, also auch Badewanne und ja, trotzdem nur 7 Quadratmeter knapp. Ja, das ist echt kompakt geplant, ne? Hat man gut unterbekommen,
Was ja oft auch gewollt ist, dass man nicht den direkten Blick hat auf die Toilette, deswegen da diese Vorwand, dass, ja, wie gesagt, wenn man reingeht, nicht immer direkt auf die Toilette der Blick fällt. Mhm. Genau, aber das ist, wie gesagt, das ist sehr spartspezifisch. Wir gehen mal weiter genauer auf den Grundriss ein. Man kommt eben hoch, da ist wieder der eine Meter zu berücksichtigen. Mhm. Generell Flure empfehlenswert, immer mindestens einen Meter Breite zu haben, ja. Einfach damit man sich gut bewegen kann. Und dann gibt es da das Kinderzimmer, großzügig mit 17,5 Quadratmeter und natürlich das angrenzende Kinderbad. Finde ich super, dass das so ein Takt ist im Endeffekt. Ja, genau. Sieht man in den USA, glaube ich, sehr häufig, ne, dass wirklich jedes Zimmer ein Bad hat. Genau. Bei uns ist das irgendwie nicht so, hat sich das nicht so durchgesetzt, aber ich finde es eigentlich eine richtig coole Idee, weil es wirkt einfach viel hochwertiger. Es war am Anfang auch zum Beispiel gedacht, dass die Tür fürs Bad hier im Flur ist, aber so ist ganz klar eigentlich, was Sache ist, sagen wir es mal so. Genau. Dass das Kind, das ist wie gesagt das Kinderbad und es wird halt einfach über das Kinderzimmer erschlossen. Ja, ja, finde ich super. Was aber auf jeden Fall viel aufregender ist, ist natürlich das Bad hier in dem Erkerbereich. Ne? Absolut. Also ich glaube, großzügiger kann man ein Bad gar nicht gestalten. Mit knapp 18 Quadratmeter ist schon echt sehr groß. Ja. Gewünscht war, wenn möglich, eine freistehende Badewanne. Das haben wir natürlich jetzt passend da vorne eben an die Glasfront gesetzt, diese Badewanne. Doppelwaschbecken, eine sehr großzügige Dusche und ein Urinal und ein WC. Genau. Da haben wir auch das Thema mit dem Verstecken. Also heißt, man kommt rein und durch diese Wände wird es ein bisschen versteckt, wie ein Raum im Raum. Ja, das finde ich eh cool. Das hast du bei einem anderen Grundriss auch schon mal gemacht, wo man so diesen Raum im Raum-Effekt hat. Genau. Finde ich echt cool. Ich würde es gerne auf die Spitze treiben. Ich bin da nämlich totaler Fan von Raum im Raum. Ist auch cool. Ja. Also das ist echt richtig cool. Freistehende Badewanne ist natürlich auch immer ein Highlight. Absolut. Deswegen auch das die Tür dann hier. Ja. Ja, also dass man du direkt kommt rein, so den Blick drauf hast. Ja. Genau, man kommt rein, man sieht wirklich, was immer schön im Bad ist, das Waschbecken, in der Regel zumindest. Ja. Dann die Badewanne, wenn sie eben schön gestaltet ist, als Freistehende auch noch dazu. Und dann kommt man rein, man sieht erst einmal diesen Bereich. Ja, ja. Und genau, das ist halt top. Ja. Das ist eigentlich so, und der ist so großzügig, dieser Bereich. Und wie gesagt, die Toilette, die verschwindet erstmal, weil die Tür ja auch in diese Richtung aufgeht, außerhalb des Blickfelds. Ja. Und dann eben diese großzügige Dusche noch hinten raus und die hat wiederum den Vorteil, dass man eben auch da beim Duschen einen schönen Blick nach draußen hat. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja ein Biotop ringsherum, also es ist jetzt keine Nachbarbebauung, wo die Nachbarn schon reingucken können. Genau, nee, so ist es nicht, genau. Okay. So, und dann haben wir den Schlafbereich. Die Eltern wollten jetzt in dem Fall keinen direkten Zugang haben zum Bad, das war nicht gewünscht. Deshalb aber schon auch zur Ankleide, also war Wunsch, ja, sagen wir es mal so. Und auch sehr großzügig mit 20 Quadratmetern. Und die Ankleide mit 13 Quadratmetern ebenso. Super großzügig. Das stimmt, ja. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall austoben. Genau. Ansonsten, wie gesagt, ganz klare Abteilung. Bin ich auch ein Fan davon, immer von diesen Trakten, wenn man so will. Also Schlafen, Bad und Ankleide. Ankleide ist ja auch oftmals gewünscht, wird immer mehr Thema, sagen wir es mal so. Das stimmt, das gibt es wirklich sehr, sehr oft zurzeit. Was immer so eine kleine Platzspannelösung noch wäre, als Tipp, wenn man den Platz jetzt nicht in der Form hat, wie man es jetzt hier hat, dass man einfach diese Wand quasi weglässt und der Schrank stellt die Wand dar. Der Schrank ist die, Dann hat man da, gewinnt man da auch schon ein bisschen was, aber wie gesagt, am Platz fehlt es uns hier nicht. Nein, das steht fest. Ist aber auch cool, dass man sowas mal sieht, ne, wo... Was macht man denn, wenn wirklich Platz genug da ist? Ja, das ist definitiv so. Wir können mal einen kurzen Blick in den Keller werfen, da bitte nicht irritieren lassen. Da sind keine Möbel eingezeichnet, einfach weil da geht es viel um Technik und so weiter. Da ist noch zu dem Zeitpunkt, wie wir das geplant haben, noch nicht genau festgestanden, welche Technik genau reinkommt, also welches Heizungssystem. Deswegen ist es, wie gesagt, noch offen, aber ich will noch mal kurz auf den Keller, um da auch noch mal die Großzügigkeit darzustellen. Kannst du noch mal kurz ins Erdgeschoss, oder machen wir erst den Keller und dann springen wir noch mal ins Erdgeschoss. Machen wir es so. Also, weil wir ja einen... Oh, ein Kino. Ja, genau. Ja. Also es stellt die Großzügigkeit weiter dar. Das Kino war gewünscht. Es wurde auch Rücksprache gehalten mit einem Kinobauer, der eben gemeint hat, also wenn er es sich aussuchen könnte, 30 Quadratmeter wären super. Ah, okay. Genau. Auch also, guter Tipp an der Stelle. Ne? Deswegen haben wir uns das natürlich genau überlegt, 30 Quadratmeter. Aber die Technik muss auch noch irgendwo hin. Also wenn...
im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen schlimmster, wäre die Technik fürs Kino halt in den 30 Quadratmetern mit integriert. Wenn noch Platz wäre, könnte man das auch hier noch mit einbringen. Mhm. Genau. Okay. Generell das hier Technikraum und auch Raum für die Pooltechnik, obwohl es immer Raum für die Pooltechnik total übertrieben ist, denn es braucht 1,5, ist wirklich wenig, das bräuchte so ein Schränkchen, würde völlig ausreichen. Da braucht es keinen extra Raum dafür. Ja. Mhm. Dann eben der Weinkeller. Gut gelagert im Keller, ohne Licht, deshalb auch kühl und ja, platziert sich auf jeden Fall gut im Keller. Verkehrsfläche haben wir auch genügend, weil wir ja oben mit wenig Einbauschränke oder Schränke generell haben, weil eben alles so großzügig ist, gibt es jetzt hier die Möglichkeiten mit diesem tollen Einbauschrank, wo man Winterschuhe, Winterkleidung, alles was so saisonal hoch und runter switcht, quasi der Weihnachtsschmuck, der findet dann da seinen Platz. Und was auch noch gewünscht war, war ein Fitness- und Saunabereich. Da haben wir jetzt bloß mal die Sauna dargestellt, die ist hier. Und ansonsten kann der Platz eben ausreichend genutzt werden mit Fitnessgeräten. Okay. So ist es. Eine Frage dazu. Treppe mit Tür oder nicht? Oder wie macht man das dann? Was ist da am sinnvollsten? Also man kann das schon machen, dass man die Treppe abtrennt mit einer Wand quasi. Das ist immer ein guter Stauraum. Die Frage ist immer nur, wo befinden wir uns? Im Keller habe ich zum Beispiel persönlich nichts dagegen. Ich habe auch nichts dagegen, das im Erdgeschoss zu machen, aber es ist einfach optisch eine Frage. Ja? Also im Keller würde ich zum Beispiel, könnte man hier auch machen, obwohl es das hier nicht braucht, weil man hier unten, wie gesagt, einen großen Einbauschrank hatte. Man könnte hier eine Tür und den Raum unter der Treppe gut nutzen. Ja? Und die Treppe an sich, dass du jetzt quasi oben dann eine Tür hast, weißt du, was ich meine? Ach so, das ist, wenn du vom Erdgeschoss, ich zeige dir genau, mal. Genau, vom Erdgeschoss mal, ins, wenn ich jetzt hier runterwärts ins Kellergeschoss gehe, genau. Würde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Liegt einfach daran, weil das setzt ja voraus, wenn hier eine Tür ist, setzt ja voraus, dass hier auch eine Wand ist. Das ist wieder, sonst kannst du das ja sonst schaut es ja komisch aus. Und dann wiederum geht der ganze Effekt flöten mit dieser tollen, großzügigen, toll dargestellten, hochwertigen Treppe. Okay. Und man hat natürlich im Keller, in diesem Vorraum zumindest auch mehr Licht. So ist es. Das kommt noch dazu. Mhm. Genau. Ja. Okay. Also das kann man machen. Und wie gesagt, nochmal zu diesem Keller oder diesen Nutzraum unter der Treppe. Ich würde empfehlen, im Keller im Wohnraum, wenn nicht anders möglich, auch wenn man irgendwie Abstellfläche noch braucht. Ja. Optisch ist es immer ein Fragezeichen, sagen wir es mal so. Weil es ist einfach eine Tür in der Wand, wo man sagt, eigentlich liegt da die Treppe drüber. Es ist einfach nicht ganz so optisch ansprechend, aber kann man auch. Kann man ja auch verstecken mittlerweile. Genau, eben, gibt es auch Möglichkeiten. Ja. So. Was ich im Erdgeschoss nochmal ansprechen wollte, der ist ja wirklich, also klar, es ist ein riesen Wohn-Ess-Bereich und sowas, aber es ist ja an sich schon sehr kompakt eigentlich geplant. Ne? Ja. Und ist wieder nur möglich eigentlich, weil du hier jetzt halt keinen Platz für Technik irgendwo unterbringen musst. So ist es ja. Ne? Mhm. Das würde jetzt hier noch einen Technikraum unterzubringen, würde das Ganze schon schwieriger machen, ne? Ja, also es ist genügend Fläche da, man müsste halt einfach komplett umstrukturieren. Oftmals fragen die Bauherren auch, wenn wir jetzt das noch hinzufügen, was passiert dann? Dann muss man eigentlich in der Regel fast davon ausgehen, dass man nochmal nicht neu anfängt zu planen, das will ich nicht sagen, aber das ganze Schema oder das Konzept, sagen wir auch gern, funktioniert ja dann in der Form nicht mehr so ganz, ja? Weil hier ist es ja ganz klar so, dass der Bereich eher so Verkehrs- und Nutzfläche ist, wenn man so will. Wird auch unterteilt, Verkehrsfläche sind Flure, Treppenbereiche. Dann Nutzflächen sind eben Garderoben, WC. Und dann wirklich Wohnbereiche, Wohnflächen ist dann jetzt in dem Fall das. Und ganz klare Unterteilung, diese Wand trennt es ab. So, also heißt der Technikraum, wenn man den bräuchte, der würde ja eigentlich eher da unten Platz finden. So, und dann ist ganz logisch, dass die Treppe vielleicht nicht mehr so großzügig sein kann, der Eingangsbereich. Ja. Ja, das würde das eigentlich so hervorrufen, wenn man will, ja. Genau. Okay. Ja, so kann man es erzählen. Ja. Ja, cool. Also das ist so der erste Grundriss, den du uns jetzt mal gezeigt hast. Ganz genau, ja. Es kommen noch einige andere dann. Ja, aber so fürs Erste war es, glaube ich, ein echt cooles Projekt, oder? Hat auch Spaß gemacht, das zu machen. Ja, also bei so viel Großzügigkeit, was die Fläche angeht und auch, muss man schon auch sagen, das Budget, das ist natürlich schon schön, kann man relativ frei planen. Allerdings ist das dann immer relativ einfach, will ich sagen, und interessanter ist dann fast immer mit einer gewissen Begrenzung auch schöne Lösungen zu finden. Ne? Ja. Also das ist ein bisschen interessanter, weil es einfach ein bisschen mehr Herausforderung darstellt. Das stimmt. Wie kriegst du es auf einem kleineren Platz dann doch so unter, ne? Dass es gut passt. Ja. Finde ich cool. Ich muss noch eine Sache erwähnen.
diese gestrichelte Linie, da was haben wir... Was ist das eigentlich? Ja, was ist das, ne? Ja. Da ist Rücksprache noch offen mit dem Küchenbauer. Es gibt die Möglichkeit, die Küchenzeile eben so auszubilden und eben einen Block. Mhm. Aber es war auch die Überlegung, dass man den Block verkürzt und eventuell hier die Fläche noch mitnutzt. Ja? Ah, okay. Würde ich generell sogar dazu tendieren, eben dieses Stück hier quasi abzuschneiden, dass man eine ordentliche Durchgangsbreite zwischen dem Block hat und dann weiter noch hier diese Wandfläche gut nutzt. Ja. Ah. Zudem schaut es dann nochmal aus wie der Raum im Raum. Ist einfach schön eingerahmt. Ja, okay, hier ist es begrenzt durchs Fenster, aber eben eine lange Zeile und um die Ecke. Super viel Stauraum. Ich glaube, kann man in der Küche nie genügend haben. Das ist wahr, ja. Ich glaube, da kann man fast jede Frau fragen. Genau, und deswegen bitte nicht irritieren lassen. Da, wie gesagt, gilt es einfach noch, die genaue Küchenplanung abzuwarten. Ah, okay. Genau. Ja, das ist wie gesagt der erste Grundriss. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar. Gerne. Wir freuen uns. Wenn ihr auch mal einen Grundriss bewertet haben wollt oder wenn euch Grundrisse einfach interessieren, wenn ihr da gerade auf der Suche seid, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn wir neue Videos draußen haben. Und ja, da werden jetzt noch ganz, ganz viele kommen. So ist es. Na? Wir sind mittendrin, wir planen immer weiter. Ja, genau. Super. Gut. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.